Wir haben einen neuen Saugroboter hier im Haus und das hier, das ist der Ecowax X5 Omni. Ein paar Daten aber mal vorneweg. Wir bekommen 12.800 Pascal Saugleistung. Das ist einzigartig und damit bekommt man wirklich auch jeden Schmutz weg. Aber Ecowax hat hier noch mehr zu bieten. Intelligentes Nachwischen zum Beispiel. Eine Anti-Haar-Verheddern-Bürste, die Wischmops werden heiß gewaschen und durch die Form kommt er wirklich in jede Ecke und macht gründlich sauber. Außerdem kann man den Saugroboter jetzt auch mit der Apple Watch steuern. Also checken wir das mal genauer aus. Die weiteren Fakten vorweg. 6400 mAh Akku, ein Wassertank, der für bis zu 400 Quadratmeter Wischen genügt und die Wischmops lassen sich jetzt nicht nur 9 mm anheben, sondern sogar auf 15 mm hoch anheben, sodass ihr auch bei einem höheren Teppich drüber fahren lassen könnt, ohne dass er nass wird. Im Lieferumfang gibt es neben dem Sauger selbst auch eine Menge an Zusatzbürsten und Wischmops, die für das Reinigungsergebnis sorgen. Komplettiert wird das Ganze natürlich mit der Station, die gewohnt etwas größer ist. Die Entleerungsstation, die übrigens Reinigungstücher auch auf Wunsch mit bis zu 70 Grad heißem Wasser auswäscht und das in diesem Fall sogar mit Heißluft trocknet, kann aber noch viel mehr. Sie kann zum Beispiel auch das Frischwasser zuführen, sie kann den Staub entleeren und sie hat einen Behälter, in dem sie auch das schmutzige Wasser gefiltert hat und dementsprechend dann nicht in dem Raum stinkt. Als All-in-One-Lösung gibt es eine Reinigungsschale, die 150 Tage wartungsfrei ist. Soweit so gut. Da ist aber noch ein Staubbehälter drin, den kriegt ihr so gut wie nie voll. Dahin passen immerhin 250 ml Schmutz und der Roboter geht ja auch immer wieder zur Station zurück, sodass er auch das Ganze entleert. Außerdem ist da noch ein 150 ml Wassertank enthalten, sodass er einfach im Prinzip so gut wie alles alleine schafft. Und der X5 Omni hat auch keine Probleme, egal ob es jetzt verschiedene Böden sind, wie jetzt Parkett oder Fliesen und dann ein Teppich noch dazu kommt, das meistert er alles problemlos. Die Entleerungsstation verfügt über einen Staubbeutel mit einem Fassungsvermögen von 3,5 Litern und einen Frischwasserbehälter von 4 Liter Volumen. Der Schmutzwasserbehälter fasst 3,5 Liter. Quasi viel hilft viel. Aber eine Sache muss ich euch an der Stelle sagen. Es ist nicht wirklich viel Kritik, aber wenn das jetzt in einem Raum steht, wo ihr euch viel aufhaltet, vielleicht im Wohnzimmer zum Beispiel, dann solltet ihr es euch bewusst sein, dass das jetzt nicht gerade leise ist. Denn immer wenn der Staubbehälter entleert wird, also wenn der Roboter in die Station zurückfährt, dann kann man das so einstellen, dass nach jedem Saugvorgang auch der Staubbehälter entleert wird und das ist nicht gerade leise. Mit 82 Dezibel kann das schon sehr nervig sein. Macht den gleichen Fehler nicht wie ich, denn ich habe tatsächlich mein Kind schlafen gelegt zum Mittagsschlaf und das war dann so laut, dass es wieder aufgewacht ist. Man kann aber in der App einstellen, ob das jetzt nach jedem oder nach jedem zweiten Saugvorgang passiert. Außerdem werden ja nach einem Wischvorgang immer die Mops getrocknet, also zumindest mit Heißluft getrocknet. Und dies ist auch etwas laut, also man hört ein kleines Summen. Das dauert übrigens dann 3 Stunden lang, so ist es in der App voreingestellt. Ihr könnt es aber beschleunigen, ob der es auf 2 Stunden oder länger sogar auf 4 Stunden lang die Trocknung durchführt. Für die Navigation verwendet Ecowax nicht nur wie gewohnt Kameras, sondern einen neuen Time-of-Flight-Sensor mit Technologien IVI 3D 3.0 und TrueMapping 3.0. Der X5 kann übrigens auch jetzt das neue verstärktes Lernen aktiv und das bedeutet einfach nur, dass er nochmal stärker auf die Hinderniserkennung eingeht. Das heißt also, alle Spielsachen, die ich jetzt hier hatte oder Schnürsenkel, genauso wie auch Schlappen, die mal herumliegen können. Das erkennt er alles einwandfrei und umfährt sie dann problemlos. Die Saugleistung beträgt laut Ecowax 12.800 Pascal. Weder Dreamy noch Roborock und wie sie alle heißen, schaffen so eine Saugleistung. Und insbesondere bei Teppichen merkt man das natürlich, wenn er mal richtig in Fahrt kommt, da kriegt er wirklich jeden Schmutz damit weg. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und trotzdem hält der Akku lange durch. Dasselbe gilt auch übrigens für die nächste Funktion, denn wenn wir schon bei Teppichen sind, es ist halt super, super praktisch, denn bis zu 15 mm können diese feuchten Wischmops auch angehoben werden, sodass der Teppich einfach auch trocken bleibt. Ihr könnt aber auch selber einstellen, ob zum Beispiel der Teppich umfahren werden soll, sodass einfach im Prinzip nur um den Teppich herum gewischt oder gesaugt werden soll. Da habt ihr selbst Zugriff drauf. Übrigens, wenn ihr jetzt hier solche Türschwellen habt, also wenn der eine Raum vielleicht Fliesen hat und der andere vielleicht einen anderen Boden, sodass die Höhe nicht stimmt, der Ecowax X5 schafft tatsächlich Unebenheiten und Türschwellen mit Übergängen bis zu 22 mm, die kann er überfahren und das funktioniert einwandfrei. Ihr seht schon, Ecowax hat tatsächlich an den richtigen Stellschrauben gedreht
und so richtig viel Saugleistung und viel Power, viel tolle Technik in ein schönes Design gepackt. Und rausgekommen ist im Prinzip ein wirklich spannendes Produkt, wo ich euch sagen kann, vor allem das kantige Design, sodass er auch in die Ecken kommt, das fand ich echt ein richtig cooles Feature. Und ansonsten bin ich der Meinung, dass es eine App gibt, die viele Dinge besser kann als bei der Konkurrenz. Zum Beispiel kann man da die Wasserdurchflussrate dann auch im Prinzip einstellen. Wenn ihr einen empfindlichen Boden habt, ein Parkett oder so, dann möchte man da nicht viel Wasser haben. Gleichzeitig, wenn ihr im Bad mit Fliesen arbeitet und es da mal ordentlich schmutzig ist, dann könnt ihr die Wasserdurchflussrate erhöhen. Oder ihr habt ein paar weitere Funktionen. Ihr könnt die Saugleistung natürlich in 4 Stufen wählen und dann ist er dementsprechend laut. Ihr könnt aber einfach nur leise saugen lassen und das gefällt mir. Ich kann selber einstellen, wenn ich viele Technik haben möchte, dass ich viel justieren möchte nach meinem Gusto. Ich kann aber einfach nur auf Automatik laufen lassen. Also haben wir das Beste aus 2 Welten. Das Gerät ist also sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene tatsächlich geeignet. Ihr findet alle Links in der Videobeschreibung. Ich hoffe, die Aufnahme hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe sogar, ihr seid ein bisschen schlauer als vorher. Und deswegen bedanke ich mich natürlich freundlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. See ya.